Hallihallo, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt's ein Video zum Valentinstag. Und zwar habe ich letzte Zeit öfter die Nachricht bekommen, dass die Mädels alleine am Valentinstag sind. Und ich sehe das auch immer im Internet, wie Mädchen in meinem Alter oder 2-3 Jahre älter oder 1-2 Jahre jünger so Videos posten, wo sie sagen, ja, ich bin alleine am Valentinstag. Dann dachte ich mir zuerst so, okay, heul doch. Und dann dachte ich, nee, Emma, du auch. Ja, ich hatte jetzt nicht vor, mit euch zu weinen. Ich dachte mir, wir machen alleine den Valentinstag, weil wir brauchen keine Freundin und wir brauchen auch keinen Freund. Wir können das alles alleine. Und ich habe uns eine coole Checkliste gemacht. Die zeige ich euch gleich in Ruhe. Und ich würde sagen, die arbeiten wir ab. Und dann haben wir auch ohne irgendwelche komischen Typen, die wirklich laufende Red Flags sind, oder ohne irgendwelche Mädchen einen Bomben-Valentinstag. Und genau. Und bevor wir loslegen, könnt ihr jetzt nochmal einen Daumen nach oben da lassen und man kann dann abonnieren. In der Schule werde ich jetzt auch ein bisschen mitvloggen, weil das ist ja dann realistisch, weil ich werde ja auch am Mittwoch... Ah! Was ist los? Vertretungsstunde und dann sind wir halt nicht raus aus diesem Irrenhaus. Oh. Freunde der Sonne, wir haben es jetzt 14 Uhr. Ich habe die Schule tatsächlich überlebt, wie wir alle uns erkennen können. Ich muss sagen, mir geht es richtig, richtig gut. Und ich blende euch hier einmal ganz kurz ein Bild von der Checkliste ein, die wir jetzt nacheinander abarbeiten werden. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem ersten Punkt, uns selbst ein Geschenk zu kaufen. Und dazu werden wir jetzt einmal losdüsen. Das Problem ist, es schüttet wie aus Eimern. Deswegen muss mein Papa mich leider fahren. Das passt jetzt nicht ganz zum Konzept, aber stellt euch einfach vor, ich würde hier bei schönstem Wetter mein Fahrrad benutzen. Ah, Digga, dieser Fucknagel. In meinem Boden sind überall so Nägel drin, ne? Und immer wenn man darüber läuft, hat man entweder danach ein Loch im Socken oder einen Fuß weniger. Hallo Papa! Hallo, sag jetzt was. Hallo Emma! Hallo! Das lasse ich drin. Guck. Wir waren ja gerade im DM und ich dachte mir, ich gebe euch schon mal ganz kurz einen Sneak Peek von dem Haul, den ihr dann gleich zu Hause komplett kriegt. So habe ich diese zwei Produkte gekriegt von Essence. Einmal den Highlighter und diesen Blush. Das sind so Charlotte Tilbury Dupes und ich freue mich so unglaublich. Ah, wow, das ist richtig toll. Und ja, den Rest zeige ich euch dann zu Hause. Und diese Produkte werden wir definitiv austesten, aber in einem separaten YouTube-Video. Und ja, wir fahren jetzt gleich nach Hause, aber vorher holen wir noch meine Schwester vom Training ab und dann geht's weiter. Wir haben es jetzt 15.30 Uhr und ich bin gerade wieder nach Hause gekommen und werde euch jetzt einen Haul machen von den Sachen, die ich gekauft habe. Zuerst waren wir bei DM und dort habe ich diesen Blush hier gekauft. Dann diesen Highlighter und dann habe ich mir noch diesen weißen Kajalstift gekauft, der ist auch von Essence und genau. Dann sind wir bei Action gewesen, dort habe ich eine Backmischung gekauft und zwar werden wir später auch noch Muffins backen. Passend zum Valentinstag habe ich noch Gummibärchen mit Herzchen gekauft. Um die Muffins zu verzieren, habe ich hier auch noch so Herzchenschnitt. Und dann dieses süße Notizbuch mit den Herzen und da ist an der Seite so ein goldener Kugelschreiber, das ist auch von Action. Außerdem habe ich noch meine Lieblingskerze neu gekauft, dass ganz viele aus diesem Drachenzungen von Hitchler momentan so Rosen basteln. Und das werde ich auch probieren, deswegen habe ich hier noch Drachenzungen. Und das war's tatsächlich. Das ist ein bisschen mehr geworden, als ich dachte, aber ich finde es super. Als nächstes steht Muffins backen auf dem Programm. Und ich habe euch ja gerade schon die Dinge gezeigt, die ich dafür gekauft habe. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Der Kampf mit der Küchenmaschine wegen der Butter war mir wirklich einer zu viel. Aber mir konnte auch niemand helfen. Meine Eltern waren beide nicht zu Hause und deshalb war ich auf mich allein gestellt. Aber ich habe den Kampf auf alle Fälle gewonnen, weil irgendwann hat es dann zum Glück doch geklappt.
Mittlerweile ist es ohne Witz 17.36 Uhr. Ich habe 2 Stunden gebraucht, um diesen Teig zu machen. Beziehungsweise ich habe 1,5 irgendwie gebraucht. Dann habe ich die Küche aufgeräumt und dann habe ich mich gerade kurz mit meinem Vater unterhalten. Also wirklich krass. Und jetzt kühlen die Muffins aus und in der Zeit fahren wir zum Supermarkt. Ich brauche nämlich Blumen. Was ist das für ein Valentinstag, wenn ich keine Blumen habe? Richtig, kein guter. Und deshalb ziehe ich mir jetzt meine Jacke an und dann schnapp ich mir mein E-Bike und fahre zackig zum Supermarkt, weil es hat endlich mal kurz aufgehört zu regnen und ich habe auch keine Lust, mich jetzt ewig draußen aufzuhalten. Und ich habe mich für meine Lieblingsrosen entschieden. Und zwar sind das pinke. Und ich finde die so wunderschön. Und die haben jetzt tatsächlich auch nur 2 Euro gekostet. Ich habe die in so ein großes Glas von Ikea reingestellt, weil ich finde, es ist einfach so schön. Und dafür habe ich jetzt tatsächlich keinen Freund oder eine Freundin gebraucht. Das habe ich ganz alleine hingekriegt. Was ein großes Kunstwerk. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit den Muffins. Die müssen nämlich noch verziert werden. Und dazu habe ich diese Deko-Herzchen. Und genau, ich würde sagen, wir gehen runter und machen das jetzt. Jetzt wieder an meinem Schreibtisch und ich habe mir einen Muffin mit hochgenommen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Taste-Test. Von außen sehen die hier leider nicht so pink aus, aber ich glaube, von innen müssten die richtig pink sein. Das hier ist auch pink, finde ich richtig super. So sieht er ausgepackt aus. Oh, die schmecken voll pink. Finde ich richtig cool. Guck mal, wie toll die aussehen. Ich esse nicht gern vor laufender Kamera, deswegen beiße ich ab, ohne dass ihr das seht. Guck mal, wie schön. Das ist richtig toll. Ich habe jetzt schon 2 von diesen Rosen und die sind so easy, wirklich. Ich verlinke euch das Video, wo das Tutorial drin ist, unten in der Infobox, dann könnt ihr das nachmachen. Das hier sind meine fertigen Rosen und ich finde die so toll. Die sind richtig prima geworden. Finde ich richtig, richtig super. Ich habe da jetzt noch so Zeitungspapier drum gemacht und die dann in so einen Becher gestellt. Und wie cute ist das bitte? Das kann man so unglaublich gut verschenken. Ich finde das richtig, richtig super. Und ja, das werde ich jetzt in meinen Schreibtischbehälter stellen. Das Einzige, was nicht so der Burner ist, ist der ganze Zucker auf meinem Tisch. Wenn ich mit diesem Video fertig bin, muss ich auch wirklich mein komplettes Zimmer aufräumen. Hier sieht so grantig aus. Eigentlich will ich euch das gar nicht zeigen, aber gebt euch das. Das reicht schon. Mein Schreibtisch, den wollt ihr gar nicht sehen. Wisst ihr, was noch fehlt? Ein Liebesbrief. Was ist das bitte für ein Valentinstag, wenn ihr euch keinen Liebesbrief schreibt? Das ist irgendwie ein bisschen sinnfrei. Ich habe jetzt hier meinen coolen College-Blog. Und diesen goldenen Kugelschreiber, der war bei meinem Buch vorhin dabei. Aber das Buch möchte ich als Notizbuch benutzen, deswegen werde ich da jetzt keinen Liebesbrief reinschreiben. Weil wenn ich das mal in der Schule oder so vergesse und das einer liest, dann, unangenehm. Und vertraut mir, am Anfang, es fühlt sich so gottlos komisch an, irgendwie Briefe an sich selbst oder sowas zu schreiben. Aber tatsächlich lernt man das mit der Zeit. Und ich schreibe ja Tagebuch, seit ich 10 bin, ziemlich regelmäßig. Und das ist auf alle Fälle dann schon mal eine ganz gute Übung. Was ihr an euch selbst schreibt, das geht niemandem was an. Deswegen könnt ihr auch aufschreiben, was ihr wollt. Ich habe jetzt auch ein paar Sätze geschrieben, aber das zeige ich euch natürlich nicht. Und der allerletzte Step auf meiner Liste wäre jetzt eine Serie zu gucken. Oder irgendeinen coolen Film, zum Beispiel Bibi und Tina, die ganzen 4 Teile. Rush Hour 1, 2 und 3 fand ich auch mega geile Filme. Und Ginny und Georgia kann ich auch sehr empfehlen und natürlich Türkisch für Anfänger.
Aber ich habe maximal keine Zeit, um jetzt irgendeine Serie zu gucken. Mein Zimmer sieht aus wie ein Schlachtfeld. Das YouTube-Video, ich habe bestimmt 1,5 Stunden Videomaterial. Ich muss noch komplett schneiden, ich muss noch eine Thumbnail bearbeiten. Ich muss aufräumen und so weiter und so fort. Ich muss noch ganz viele Vokabeln lernen, deswegen, ich muss jetzt anfangen. Ja, schön. Freunde der Sonne, ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat und ihr jetzt ein paar Ideen habt, was ihr am Mittwoch so machen könnt und dass ihr euch jetzt nicht mehr ganz so alleine fühlt. Ich habe euch alle ganz so lieb. Falls ihr bis hierhin dran geblieben seid, lasst mir gerne diesen Emoji in den Kommentaren da und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Angucken.